Harald Stefan, FPÖ, ist schon am Wort. Dass Geheimdienste Aktivitäten setzen und versuchen, an Informationen heranzukommen. Die Enthüllungen von Snowden waren allerdings schon eine doch wirklich interessante Erfahrung, weil diese Dimension war, glaube ich, doch den meisten Menschen hier in Europa nicht bekannt. Und es ist natürlich auch richtig, dass wir uns gegen alle Geheimdienstaktivitäten, die sich gegen uns richten, wehren müssen, also egal woher sie kommen. Aber die der USA haben schon eine bestimmte Qualität und deswegen müssen wir uns schon auch damit besonders befassen. Erstens einmal haben wir eine besondere Freundschaft mit den USA. Das heißt, wir werden hier von Freunden belauscht und überwacht. Und zweitens einmal ist die USA der Lieferant der meisten Hard- und Software. Und wie wir jetzt ja immer mehr mitbekommen, wird bereits in dieser Hard- und in der Software, werden die Überwachungs- und Spionagemaßnahmen bereits eingebaut. Und das ist genau der heikle Punkt, warum es besonders interessant ist, sich damit zu beschäftigen. China zum Beispiel überprüft alle Hardware-Produkte, die sie bezieht aus dem Ausland, ob die in irgendeiner Form befallen sind. Die haben da machen einen Riesenaufwand, den wir uns natürlich als Österreich in der Form nicht leisten können, das ist mir schon klar. Aber das wäre eine Initiative, die man tatsächlich auf europäischer Ebene machen müsste und hier selbst auch die Initiative ergreifen und sagen, wenn etwas geliefert wird und wir den Verdacht haben, und den hat man mittlerweile bei allen derartigen Produkten, dann müssen wir uns das zuerst einmal anschauen und allenfalls eben nicht in den Handel bringen, vor allem schon gar nicht in Ministerien und so weiter einbauen. Denn die Qualität der Überwachung, es wurde ja schon angesprochen, ist schon wirklich ungeheuer. Also wenn man jetzt hört, UPC, Cello.at wird abgesaugt, über die Glasfaserkabeln wird 1:1 alles, was hier läuft, abgesaugt über die Software, mit der im Prinzip an sich ja der E-Mail-Verkehr gesichert werden soll, wird abgesaugt und. Das sind so unglaubliche Maßnahmen, die hier gesetzt werden, bis hin zu den Skurrilitäten, dass also die deutsche Bundeskanzlerin abgehört wird oder die EU-Kommission. Also alle wirklich die Befreundeten schlechthin, muss man hier schlicht und einfach sagen, das ist so ungeheuerlich, dass man da nicht wegschauen kann. Und daher bin ich froh, dass es diesen Antrag, den gemeinsamen gibt, der ist ja an sich eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die Formulierung anschaut, aber trotzdem offenbar war es notwendig, dass wir hier mal aufgewacht sind und uns hier mal gewehrt haben. Wichtig ist, dass er neben dieser Überwachung der Produkte, die man nach Europa einführt oder nach Österreich dann letztlich einführt, dass wir auch endlich zu dem Schluss kommen, dass wir eine eigene Internetinfrastruktur brauchen, weil eben diese fast ausschließlich in den USA stattfindet und daher dort die Möglichkeit besteht, das alles abzusaugen und dort ja offensichtlich auch die Regierung unmittelbar Einfluss nimmt auf die Unternehmen und sagt, ja, pass auf, du bekommst schon einen staatlichen Auftrag, aber dann musst du uns das vorinstallieren. So ist das definitiv und daher müssen wir dort besonderes Augenmerk darauf legen. Eigene Suchprogramme und all das kann man durchaus verstärken, gibt es zum Teil schon. Man muss halt das Bewusstsein auch schaffen. Man muss halt in Österreich und in Europa hier alles, was möglich ist, zumindest in diesem Bereich ergreifen. Also daher kann ich nur sagen, gut, dass es den Antrag gibt. Es ist zumindest ein erstes Aufwachen. Aber es muss dabei bleiben, dass wir den Mut haben, hier auch tatsächlich die Stirn zu bieten. Einhellige Zustimmung also zum Sechsparteienantrag betreffend illegale Überwachung durch fremde Geheimdienste, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, sich entschieden gegen Fremdspionage einzusetzen.